In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du anhand von vier äußerlichen Merkmalen den Steinmarder von dem Baumarder unterscheiden kannst. Starten wir gleich mit dem ersten Merkmal, dem Kehlfleck. Links siehst du den Steinmarder, rechts siehst du den Baumarder. Deutlich zu sehen bei beiden ist der hell gefärbte Kehlfleck. Der Steinmarder hat einen weißen Kehlfleck, der sich bis auf die Vorderläufe zieht und gegabelt ist. Der Baumarder hingegen hat einen eher gelblich-bräunlichen Kehlfleck, der sich nicht bis auf die Vorderläufe weiterzieht. Merkmal Nummer 2 ist der Balg. Hier sehen wir auch sehr schön, dass der Steinmarder etwas heller gefärbt ist als der Baummarder. Der Steinmarder hat einen etwas gräulich-schwarzen Balg, wohingegen der Baummarder einen bräunlichen Balg hat. Merkmal Nummer 3 ist der Nasenschwamm. Der Nasenschwamm des Steinmarders ist eher fleischfarben rosa gefärbt, wohingegen der Nasenschwamm des Baummarders bräunlich gefärbt ist. Das vierte und letzte wesentliche Merkmal sind die Branten, beziehungsweise besser gesagt nicht die Branten, sondern die Sohlen der Marder. Der Steinmarder hat eine geringere Behaarung an den Sohlen, der Baummarder hat eine viel ausgeprägtere Behaarung an den Sohlen. Das sieht man dann auch im Spurbild, wenn ihr zum Beispiel eine Marderspur auf feuchtem Boden seht, dann ist es so, dass die Spur des Steinmarders viel klarer und viel deutlicher in den Konturen ist und die Spur des Baummarders wirkt eher verwischt, weil dort eben eine stärkere Behaarung an den Sohlen vorhanden ist. Hier merke ich mir einfach Stein. Stein ist auch eher glatt, deshalb Steinmarder glatte Sohlen. Baummarder, Baum, Wald eher Gestrüpp, deshalb eher so buschige, behaarte Sohlen. Ja, und dann haben wir noch das Gebiss. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, am Anfang des Videos hatten wir ja gesagt, vier wesentliche Merkmale, anhand deren wir Steinmarder und Baummarder unterscheiden können. Ja, das ist richtig. Die vier hatten wir bereits kennengelernt. Und das Gebiss ist ja weniger ein Merkmal, was ich von außen sehen kann. Aber nichtsdestotrotz ist die Unterscheidung des Gebisses von Stein- und Baummarder ein wichtiger Punkt für eure Jagdprüfung, weshalb wir euch das hier als kleinen zusätzlichen Einschub mit reingeben. Und zwar ist es so, dass bei dem Steinmarder der letzte Backenzahn eine Einbuchtung hat. Das sehen wir hier sehr schön bei der Illustration. Und der letzte Backenzahn des Baummarders eine Ausbuchtung hat. Und hier kann ich mir sehr schön merken, Stein ein, Einbuchtung, Baum, da steckt das AU drin für Ausbuchtung. Ja, fassen wir nun nochmal zusammen, welche vier Merkmale haben wir jetzt kennengelernt? Wir haben den Kehlfleck kennengelernt, den Balg kennengelernt, den Nasenschwamm kennengelernt und die Sohlen kennengelernt als wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Steinmarder und Baummarder. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, schön und gut, warum muss ich das wissen? Naja, es ist so, dass der Steinmarder in den meisten Bundesländern eine Jagdzeit hat. Der Baummarder hingegen hat in einigen Bundesländern eine Jagdzeit, aber in anderen ist er auch ganzjährig geschont. Das heißt, hier ist schon mal wichtig, dass du klar ansprechen kannst, habe ich es mit einem Steinmarder oder habe ich es mit einem Baummarder zu tun. Auf der anderen Seite sind wir als Jägerinnen und Jäger ja natürlich auch Vertreter der Natur und sollten uns in der Natur auch besonders gut auskennen. Und genau aus diesem Grund solltest du natürlich auch den Steinmarder von dem Baummarder unterscheiden können. Alles weitere zu Lebensweisen, zur Ernährung, zur Fortpflanzung lernst du bei uns im Kurs. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da, abonniere unseren YouTube-Kanal. Und dann viel Erfolg beim Lernen. Bis zur nächsten Einheit. Deine Jägerschmiede. Ciao.